Das ist Thomas, 45. Er steht an einem Samstagmorgen auf und lädt sich die App Track Covid Cluster herunter, die ihm ein Freund empfohlen hat. Thomas muss an diesem Tag einkaufen und seine Wohnung verlassen. Vor der Haustür trifft er den Postboten. Auf dem Weg holt er sich auch noch sein Frühstück in der Bäckerei und an der Ampel muss er kurz mit weiteren Personen warten. Danach wird er beim Überqueren der Straße von Fahrradfahrern überholt. Im Supermarkt begegnet er weiteren Personen. Wieder zu Hause angekommen, trifft er eine Nachbarin im Waschkeller. Alleine an diesem kurzen Tag hat Thomas 30 Personen in einem Abstand von weniger als 2 Metern getroffen. Eine Woche später hat Thomas grippeartige Symptome und bekommt hohes Fieber. Sein Corona-Test ist positiv. In seiner App erfasst Thomas das Testergebnis. Alle Kontaktpersonen seit diesem Samstag erhalten daraufhin durch ihre Track-Covid-Cluster-App eine anonymisierte Warnung und einen verschlüsselten Code, dass sie mit einer Corona-infizierten Person in Kontakt waren. Die Warnung und der Code lässt keine Rückschlüsse zu, wann und wo sie in Kontakt getreten sind. Sie wissen lediglich, dass sie das Risiko haben, ebenfalls infiziert worden zu sein. Die Anonymität von Thomas ist dabei zu jeder Zeit gegeben. Mit dem erhaltenen Code können sich die Personen entweder beim Gesundheitsamt melden oder sicherheitshalber in häusliche Quarantäne gehen. Wie hoch das individuelle Infektionsrisiko wirklich ist, ist einer der Unsicherheiten. Am Beispiel von Thomas konnten wir sehen, dass Track-Covid-Cluster genau dort ansetzt. Und das ist das Team hinter Track-Covid-Cluster. Scanne jetzt den QR-Code und sei ein Teil der Pandemie-Eindämmung.